Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas draußen, da Skylines am Start, genau wie eigentlich eine Runde Let's Play The Wolf Among Us. Und ihr werdet euch fragen, Skylines, was? Du streamst das nicht? Natürlich streame ich das nicht, aus dem einfachen Grund, weil Streaming bei mir auf der Xbox One nicht mehr funktioniert, seit dem tollsten, krassen Update. Vielen Dank dafür, Microsoft, für diesen Schwachsinn, dass ich jetzt Windows 10 auf meinem Xbox habe, weil nicht nur ich habe das Problem, auch mein Cousin hatte das Problem, also der Axis. Und es hat wunderviel Spaß gemacht. Wir hatten das Update versucht drauf zu machen, also ein Offline-Update. Ein paar Mal hat es funktioniert, dann wurde aber jetzt mal Error angezeigt. Dann habe ich nochmal nachgefragt im weiteren Chat mit Microsoft. Da haben sie mir gesagt, ich soll jetzt aus dem Ordner rausholen. Habe ich aus dem Ordner rausgeholt und seitdem konnte ich das Update nicht mehr draufschmeißen. Also auch diese Knöpfkombination hat nicht mehr funktioniert. Vielen Dank dafür nochmal, Drecks Microsoft. Ich habe viel Spaß dabei gehabt. Hat richtig viel Spaß gemacht, wegen eurem Drecks-Update, das auf Windows 10 umzuändern. Ich bin leider ein bisschen sauer deswegen. Weil auch wegen mit Roxio, die haben jetzt irgendein scheiß Update drauf gemacht, dass wenn ich jedes Mal auf Aufnahme beenden drücke, der jedes Mal sagt, out of running time oder sowas. Und habe ich jedes Mal Angst, dass das Video nicht gespeichert wurde. Zum Glück ist es jedes Mal. Aber es lässt sich auch nicht mehr streamen damit, weil der jetzt auch immer nur noch Probleme damit macht. Also auch da vielen Dank nochmal an Coral Corporation oder Coral Firma Coral für diese wunderschöne Scheiße. Es ist einfach wirklich nervtötend. Es ist wirklich absolut fucking nervtötend. Naja. Und deswegen können wir jetzt halt nicht streamen. Deswegen muss ich jetzt hier halt so eine Aufnahme machen. Und gucken, wie ich das irgendwann mal geregelt kriege. Weil sie sagen, ich muss alles komplett... Also entweder das scheiß Update, aber wenn das Update nicht funktioniert, muss ich halt komplett neu resetten. Also auf Werkseinstellungen zurückstellen, die Xbox. Dabei verliere ich dann halt auch alles an Informationen. Das heißt, ich muss erstmal eine Festplatte haben, wo ich das draufschmeißen kann. Und ja. Wir drücken A. Das heißt, ich darf mir hier jetzt die Arbeit machen und das Rennen und Schneiden, das hatte ich vorher halt nicht die Arbeit, Gott sei Dank. Jetzt muss ich mir die Arbeit hier machen, wie blöd. Ist auch nervig. Ich konnte zum Glück einfach sagen, okay, komm, hochladen, fertig ist, einteilen und ich kann es dann einfach nur auf Veröffentlichen drücken. Aber das ist leider auch nicht mehr gegeben. Und hier muss ich anscheinend einen kleinen Cut machen, weil aus welchem Grund auch immer. Ja, ich mache hier einen kleinen Cut. So, und damit wieder zurück. Hallöchen. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schrotten, wenn ihr irgendeine Lösung dafür habt. Wieso das heißt, und wenn es bei euch genau die gleiche Scheiße ist, weil wenn ich jetzt hier auf detaillierte Netzwerkeinstellungen gehe oder sowas, dann habe ich eine Upload-Geschwindigkeit von 0, zurzeit eine 0,5er. Sonst immer so eine 0,7. Naja, Extras. Wir gehen ja langsam auf das Ende zu von The Wolf Among Us. Das vierte Kapitel haben wir abgeschlossen. Silberkugeln, Wolfsschwäche. Die Legenden über die Legenden über große und magische Wölfe erwähnen oftmals ihre Schwäche gegenüber Waffen aus Silber. Und diese Geschichte sollten sich auch als wahr herausstellen. Die Silberkugel, mit der Mary Bigby So. Und diese Geschichten sollten sich auch als wahr herausstellen. Die Silberkugel, mit der Mary Bigby angeschossen hat, waren nicht die erste. War nicht die erste. Aber jede einzelne könnte auch seine letzte sein. Jegliches Silber, das in seinem Körper zurückbleibt, schwächt ihn, verlangsamt seine Heilungsfähigkeit und kann bleibende Schäden verursachen. Vizebürgermeisterin Snow White. Nun, da Ichabod Crane endgültig nichts mehr zu sagen hat und King Cole immer noch abwesend ist, liegt die Verantwortung für die Verwaltung von Fabletown allein bei Snow. Wer ist denn bitte schon King Cole? Sie hat lange Zeit viele der mit der Position einhergehenden Pflichten erfüllt und Cranes unerledigte Aufgaben übernommen. Doch jetzt, wo nur ihr die Leitung der Verwaltungsbüros abliegt, sieht sie sich einer völlig neuen Dimension von politischen Machenschaften
Machenschaften ausgesetzt, mit der sie zuvor nichts zu tun hatte. Jerseys Teufel, Schläge aus dem Garden State. Nicht alle Fabelwesen, die diese Welt erreichten, landeten in Fabletown. Manche von ihnen fanden sich in den fernsten Winkeln der Welt wieder. Und dann gibt es jene, die den Garden State einfach dem Empire State vorziehen. So wie der Teufel von Jersey. Über seine Erscheinung unterscheiden sich die Berichte oftmals. Obwohl in den meisten ledernen Schwingen erwähnt werden. Doch eine Begegnung mit einer bestimmten sagenumwobenen Axt, die einige Jahre zurückliegt, hat dieses Merkmal vorübergehend unwirksam gemacht. Was? Was auch immer. Die Holzfäller... Sagenumwogene Axt, die Holzfäller-Axt, eine sagenumwogene Axt, ein Feuer-Axt. Okay. Die Axt war einst bloß ein einfaches Werkzeug zum Fällen von Bäumen, doch wurde daraus viel mehr, als sie von Druiden verzaubert und mit ihren Runen versehen wurde. Aber erst der Holzfäller hat sie zu einem wahren Objekt der Legenden erhoben, als er damit den großen bösen Wolf von Kopf bis Fuß aufschlitzte, um Rotkäppchen zu schützen. Sie mag einen gewissen altertümlichen Charme ausstrahlen, aber ihre schlichte Form und hochwertige Verarbeitung machen sie selbst heute noch zu einem nützlichen Werkzeug oder einer wirksamen Waffe. Johann, der Metzger. Sein Name wird oft im selben Atemzug erwähnt wie der des Bäckers und des Kerzenmachers von Fabletown. Und wie alle diese anderen Händler hat auch der Laden von Johann, der Metzger, Fabletown seit vielen Jahren gedient. Frische Fleischsorten, exotische Fleischprodukte und sogar ganze Rinderhälften für den herzhaften Appetit von Ogern und Trollen. Doch Johanns Geschäft macht gerade eine harte Zeit durch und er hat sich mit den falschen Freunden angegeben. Die Qualität seiner Produkte nimmt ab und sein Laden dient als Fassade für die kriminellen Machenschaften der krummen Männer und des krummen Mannes. Und einige Leute fragen sich bereits, ob sie Johann jemals wirklich kannten. Blaubarts Geld. Man könnte glauben, dass Blaubart der Fabletown-Verwaltung nur für seine eigenen üblen Zwecke finanzielle Mittel zur Verfügung stellt, um besondere Gefallen einzufordern oder um ihren Einfluss auf die Verwaltung auszuüben. Aber was er wirklich will, ist Stabilität und Stärke. Denn soweit es Blaubart betrifft, existiert Fabletown nur deshalb, um ihn von der Welt der Menschen zu isolieren. So sehr sein Geld auch als Schwert dienen mag, so sehr ist es auch sein Schild. Ein Schild. Das Krumme, Hauptquartier. Diese leerstehende Kirche ist nur einer von vielen Orten, die der krumme Mann nutzt, um seine Geschäfte in Fabletown Unterwelt auszuführen. Ihr familiäres Ambient macht sie zu einem bequemen Treffpunkt, es sei denn, man ist ein ungebetener Gast. Der Außenwelt ist sie völlig unzugänglich und der einzige Weg hinein ist durch eines von vielen Portalen, das durch eine Tür mit den Folterrad-Symbolen des krummen Mannes gekennzeichnet ist. Diese Türen gibt es in der ganzen Stadt und auch in anderen Orten. Der krumme Mann. Der krumme Mann hat sich nach und nach zu einer der mächtigsten Personen in Fabletown hochgearbeitet. Alles begann mit einem krummen Groschen und einem krummen Haus. Zwei Dinge, die ihm wichtiger waren als seine Frau und Kinder, und damit diese ihm nicht im Weg standen, hat er sie ermordet. Im Zuge seines Aufstieges hat der krumme Mann viele Fabelwesen in seine verbrecherischen Netz gelockt und gab ihnen, was sie brauchten, aber stets zu einem hohen Preis. Er ist verschlagen, überzeugend und skrupellos. Seine eigene Frau und sein eigenes Kind umgebracht? Ach du Scheiße. Tiny Tim, Wächter. Während die meisten Fabelwesen vermuten, dass das Wissen der Menschen über ihre Existenz, ihre Langlebigkeit und ihren allgemeinen Zustand verbessern, scheint das auf einige wenige nicht zuzutreffen. Wenn ein Leiden oder eine Verletzung ein wesentliches Bestandteil der Geschichte eines Fabelwesens darstellt, dann kann diese bekannte Merkmale eine Heilung beinahe unmöglich machen. Das glaubt zumindest Tiny Tim. Und keine medizinische oder magische Methode, zumindest keine, die er sich leisten könnte, vermag es, sein Bein zu heilen.
Ist das vielleicht von dem Typen, die Weihnachtsgeschichte, der Junge? Wo er die drei Geister trifft, der alte Mann. Das ist hier irgendwie der Junge von einem der Leuten? Weiß ich nicht. Das Farmleben. Mit ihrer idyllischen Lage und umsorgten Gemeinschaft sollte man annehmen, dass die Farm eine willkommene Alternative zu einem kläglichen Dasein in Fabletown wäre. Aber jene, die dort gelebt haben, sehen das ganz anders. Sie erkennen, was es wirklich ist: ein Gefängnis. Ein Ort, an dem man sich nicht verstecken muss und tun kann, was man will. Außer gehen. Und dabei hilft es nicht, dass Fabelwesen mit einer menschlichen Form keine Angst haben müssen, zur Farm geschickt zu werden. Sie scheinen dort auch ständig wichtige Positionen einzunehmen. Naja, bis auf, dass es ein Gefängnis ist, ist es eigentlich cool. Wir kommen jetzt hier zum letzten Kapitel. Und dann haben wir The Wolf Among Us endlich mal durchgespielt. Schade zum einen, aber auch endlich, weil ich habe einfach viel zu viele Projekte zurzeit am Laufen. Ich bin froh, dass ich jetzt das hier mal beenden kann. Und dann ist auch alles gut wieder. Starten. Ich bin jetzt schon ein bisschen nervös, ne? 11 Minuten hat mich das jetzt gekostet. Okay, nice. I mean, your eyes and the teeth. You're not really supposed to do that, are you? Faith? Not if I can avoid it. Mit ihr hat alles angefangen. Merkwürdiger Zusammenschnitt. Lily. Merkwürdiger Zusammenschnitt. I just don't know what Bigby's doing. If he cares about it. If he even gives a shit. That's why you can't tell me anything. It's the ribbon, isn't it? We're destroying the tree. No! We're not burning the tree, Snow. Hey, you're not really gonna send me to the farm, are you? I don't know. Snow will come around. She's just... You know, the crane thing hit her hard, and she doesn't really know who her friends are right now. Oh, God, Bigby! This time was no joke. Eat as many metal shellings as you see fit, but take just one more silver round near your heart, and the only place I'll be visiting you is the morgue. Das hat er nicht gesagt. When you get the crooked man, make sure you bring him back alive. He has to stand trial. Why don't you have a seat, Sheriff? We have a great deal to discuss. Stimmt, ich erinnere mich. Ich war einer der wenigen, die gesagt haben, okay, reden wir. Das war jetzt wirklich ein sehr merkwürdiger Zusammenschnitt. Und erneut muss ich sagen, verdammt, diese Musik ist einfach cool. Und dieser Zeichenstil, der Self-Shading. Entschuldigung, dieser Self-Shading-Look ist einfach mega cool. Was habe ich eigentlich noch am Laufen? Guild Wars 2 ist ja pausiert. Warhammer 40k fand ich jetzt auch nicht so lustig zum Let's Playen. Daher habe ich das eigentlich auch schon wieder abgebrochen. Ich bin auch überlegen, ob ich die eine Folge einfach löschen werde. Die erste Folge. Dann haben wir das nämlich schon alles hinter uns. Dann habe ich eigentlich nur noch Halo und Battlefield zurzeit. Und natürlich The Forest. Was dann noch schön am Laufen ist. Was wir morgen aufnehmen wollen.